Die Alexander von Humboldt II macht heute im Neustädter Hafen fest. Das imposante Schiff läuft zum ersten Mal den Neustädter Hafen an und wird am Freitag von 13 bis 16 Uhr für alle Interessierten im Rahmen eines Open Ships zu besichtigen sein. Moin moin, ich bin Christina Kolbe vom Reporter. Und wenn Sie passionierter Hobbyfotograf sind, wird sich der Besuch des Neustädter Hafens garantiert lohnen. Und wenn Sie weitere schöne Fotos aus der Region haben, dann schicken Sie sie uns noch bis zum 27. September. Der Baltikum Verlag wird aus den besten eingereichten 13 Motiven einen Kalender zusammenstellen. Die Urheber der veröffentlichten Fotos werden natürlich namentlich genannt und bekommen als Dankeschön 2 druckfrische Exemplare. Das Titelbild wird sogar mit 50 Euro honoriert. Senden Sie uns einfach Ihre schönsten regionalen Fotos aus dem Neustädter Reportergebiet unter dem Betreff Ostholstein im Blick an info@der-reporter.de. Und jetzt schauen wir mal auf das kommende Wochenende, denn hier kommen unsere Tipps. Wir melden uns heute vom Neustädter Wochenmarkt aus, denn hier findet am Wochenende eine ganze Menge statt. Am Freitag steht der Neustädter Wochenmarkt ganz im Zeichen des Herbstes mit Showkochen, Gewinnspiel und natürlich dem gewohnt vielfältigen Angebot lockt der Themenwochenmarkt Herbstgenüsse zwischen 8 und 13 Uhr zahlreiche Besucher. Am Samstag geht es dann munter weiter auf dem Neustädter Marktplatz. Zwischen 10 und 16 Uhr wird der Weltkindertag mit einem umfangreichen Programm für Klein und Groß gefeiert. Es wird eine Mitmachrallye durch die Stadt, ein tolles Bühnenprogramm und kreative Angebote geben. Bei der Mitmachrallye können übrigens insgesamt 3 Jahreskarten für den Hansapark gewonnen werden. Und wenn Sie sowieso in der Stadt unterwegs sind, lohnt sich ein Abstecher in die Hochtorstraße. Denn die Straße verwandelt sich am Samstag in eine Schlemmermeile regionaler Produkte. Der Bauernmarkt findet ebenfalls von 10 bis 16 Uhr statt und bietet allerlei regionale Köstlichkeiten und Inspirationen. Kinder, die es ganz genau wissen wollen, sind am Samstag um 10.30 Uhr in die Mensa der Jakob-Linau-Schule eingeladen, denn dort findet die Mini-Kinder-Uni statt. Die Autorin Gudrun Schuri wird die Reise eines Kirschkerns beschreiben, der durch den Körper wandert und schließlich in der Kanalisation landet. Alle Kinder ab 4 Jahren sind herzlich eingeladen, mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern dort vorbeizuschauen. Der Eintritt ist frei. Ein Termin, den Sie sich alle rot im Kalender anstreichen sollten, ist der Sonntag, denn dann ist Bundestagswahl. Entscheiden Sie mit, wie es weitergeht und machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Denken Sie daran, Sie haben es in der Hand. Wenn Sie also noch nicht per Briefwahl Ihre Stimme abgegeben haben, begeben Sie sich mit Ihrer Wahlbenachrichtigung am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr in Ihr jeweiliges Wahllokal. Am Sonntagabend können Sie dann die ersten Hochrechnungen auf unserer Facebook-Seite verfolgen. Ab Montag finden Sie dann alle Ergebnisse auf unserer Internetseite www.der-reporter.de. Sollten Sie noch unentschlossen sein, finden Sie auch jetzt schon auf unserer Internetseite den Link zum Wahlomaten. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Das war der Reporter. Ich bin Christina Kolbe und wir haben Ostholstein im Blick.